Also herzlich willkommen zur heutigen Eröffnung des Dürerparks. Es ist ja ein kleinen Tick später geworden, als wir uns das vorgestellt hatten. Aber ich denke, es ist schöner, wenn alles fertig ist und wir sozusagen das komplett heute einweihen können. Ich darf vor allen Dingen recht herzlich begrüßen die Stellvertreter, meine Stellvertreter, die Frau Fiedler und den Herrn Heinecke, die anwesenden Stadträtinnen und Stadträte, das Planungsbüro Ihle aus Weimar, hier vor allen Dingen den Herrn Backe, der anwesend ist, das Garten- und Landschaftsbaubüro Lindenlaub aus Weimar, der Herr Diekmann ist als Vertreter hier, die Brunnenbaufirma Schreier aus Buddelstedt, die Herren Schreier und vor allen Dingen die Frau Bohlen, die Künstlerin aus Weischwitz, lokale Künstlerin. Ich freue mich, dass das geklappt hat mit diesem Projekt, die nachher auch noch ein paar Worte zu dem Sinn dieser Installation sagen wird, der ja durchaus einen, nennen wir es mal, halbrealen Hintergrund hat. Und da, denke ich, sind wir auch schon ganz gespannt, das zu hören. Ja, wir haben den Dürerpark schon lange Zeit umbauen wollen, haben vor 4 Jahren dann vom Land die Aufforderung bekommen, eine Planung einzureichen. Wir sind den Weg gegangen, dass wir eine sehr breite und umfangreiche Bürgerbeteiligung durchgeführt haben. Das heißt also, wir haben uns 2017 das erste Mal im Stadtmuseum getroffen und haben eine Vorstellung davon bekommen, was die Bürgerinnen und Bürger sich in diesem Park wünschen. Wir haben in Saalfeld den ersten barrierefreien, komplett barrierefreien Park. Ich denke, auch das ist in der heutigen Zeit ein ganz wichtiges Thema und ein ganz wichtiger Punkt. Und wir haben dieser alten Anlage mit 7000 Quadratmeter, dem größten innerstädtischen Park, wieder das Leben eines Parks eingehaucht. Der Park war die Jahre gekommen, hat auch die Voraussetzungen nicht mehr so richtig erfüllt. Wir haben die Woche noch mal mit dem Umweltschutz gesprochen. Also der Radmann hat auch gesagt, er freut sich, dass wir jetzt endlich wieder einen Park geschaffen haben, der diesen Namen auch verdient. Ich möchte Ihnen einige Zahlen präsentieren, die ich mir ehrlich gesagt nicht gemerkt habe, aber wo ich glaube, dass man sie doch mal verlesen sollte, weil es, glaube ich, recht einzigartig ist. Wir haben also neben den Bäumen, die man so sieht, auch unter die Erde eine ganze Reihe von Dingen verbracht, nämlich über 900 Rosen und Sträucher, 2200 Stauden und Gräser und über 1900 Blumenzwiebeln. Das heißt also, das ist schon eine gewaltige Zahl. Wir haben eine ganze Reihe von Bänken hier angebracht, die zum Verweilen einladen sollen. Und wir befinden uns jetzt hier an dem Highlight, was jetzt schon mal gestartet wurde. Wir haben uns ganz bewusst für eine offene Bauweise entschieden. Wer da jetzt alte Becken kennt, der weiß, das war kaputt, waren die Jahre gekommen. Ich möchte mich ganz recht herzlich bei allen bedanken, die an der Erstellung, an der Planung, an der Ausführung mitgewirkt haben. Es hat alles weitestgehend reibungslos funktioniert. Natürlich waren auch wir nicht verschont von Lieferschwierigkeiten und dergleichen, aber insgesamt muss man sagen, war es ein völlig unproblematischer und problemloser Bauablauf, dank einer sehr guten Planung. Und dank aber auch einer sehr guten Bauausführung. Ich bin Silvia Bohlen, ich bin geborene Saalfelderin, das möchte ich jetzt doch mal ganz laut hier sagen. Nicht nur Weißschwitzerin, inzwischen ja. Ich habe mich also sehr gefreut, bedanke mich auch dafür, dass ich diesen Auftrag hier ausführen durfte. Der Anfang war so, ich musste recherchieren, was machen wir denn hier? 1921 wurde der Dürerpark gebaut, soweit ich gelesen habe und recherchiert habe und konnte feststellen, dass der Herr Dürer hier nie war. Es war damals Mode, den Herrn Dürer überall einzuführen. Das Thema Dürer kam also nicht in Frage. Dann war ich im Heimatmuseum sonst wo, habe Bibliotheken durchgestöbert, Waschmaschinen angeguckt und Nähmaschinen, alles was mit der Geschichte unserer Stadt zu tun hat. Und bin dann auf eine Sage gestoßen, die der Herr Reinhard Pfeiffer in seinem Sagenbüchlein aufgeschrieben hat. Und dann dachte ich mir, da könnte man sicher was draus machen. Ich werde die Sage jetzt vorlesen und hoffe, dass sich dann der Inhalt dieser Installation hier etwas erschließt. Wie die Saalefische ins Wappen kamen. Als Saalfeld noch ein Dorf war, sah eines Tages der Kaiser, der mit seinem Gefolge gerade die Pferde in der Saale tränkte, den kleinen Felsen bei dem Ort. Er dachte, hier wäre ein guter Platz, eine Pfalz zu gründen, denn siehe, hier ist es in der Mitte zwischen Nürnberg und Leipzig.
So wurde das unbedeutende Dorf über Nacht eine Kaiserpfalz. Alsbald blühte das Leben auf und Saalfeld wuchs im Schutze der Pfalz. Es wuchs zu einer Stadt heran und bekam Stadtrecht. Nun musste ein Wappen her und guter Rat war teuer. Zuerst malte man ein blaues Band. Das sollte die Saale sein, aber das Wappen gefiel niemandem. Eines Tages, es war ein heißer Sommertag, stand die Luft unbeweglich. Am Nachmittag schob sich eine schwarze Wolkenwand über die Gartenkuppen. Man duckte sich, denn ein schweres Unwetter stand bevor. Als sich dann das Unwetter mit furchtbarer Gewalt entlud, ritt gerade ein bewaffneter Bote mit zwei Knappen zur Kaiserpfalz. Zum Schutze des niederprasselnden Regens hatte er sein Schild über sich gehalten. Das Gewitter hatte einen kleinen Wirbelsturm erzeugt und die Windhose hatte Wasser aus der Saale gesaugt. Darunter waren natürlich viele Fische. Als der Bote die Stadt erreicht hatte, starrten die Wachen entsetzt auf das Schild des Boten. Zwei Fische hatten sich darauf an zwei Zierdornen festgespießt. Man sah das als ein Wunder und die Ratsherren wurden herbeigerufen. Als sie das Schild sahen, riefen sie sofort aus: Sehe doch, das ist ein Zeichen. Gott hat uns ein Wappen gesandt. Seit jenem Tag zieren zwei Fische das Saalfelder Wappen. So, das war dann die. Wir haben, er hat es ja schon vorhin gesagt, wir haben auch einen Poolplatz, regelkonform. Man kann da auch Wettbewerbe drauf spielen. Und für die Stadtverwaltung Saalfeld, damit die in der Mittagspause abwechselnd immer spielen gehen können, haben wir hier noch ein kleines Geschenk. Herzlichen Dank. Und, Moment, machen wir es mal runter. Wir haben hier also noch einen offiziellen Trainer, einen Spielmeister, mit dem wir also jetzt runtergehen können und der also die Anleitung gibt, wie man die Regeln ordentlich befolgt und ordentlich Pool spielt.